Hoaxilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 224. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und auch heute wieder bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Hey und ho, ihr da draußen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und das wird eine Maxi-Folge, das kann ich schon wieder ankündigen. Irgendwie werden wir länger, also nur zwei Folgen im Monat, aber dafür länger. Aber gut, so ist das nun mal. Und mit einem spannenden Gesprächsgast, den wir heute dabei haben. Vielen Dank nochmal für die Einsendungen zu dem Gewinnspiel von Bernd Klötzke und Timo von Spitz. Die Gewinner sind gelost und benachrichtigt. Und für all diejenigen, die jetzt bisher in diesem Jahr oder auch zum Ende des letzten Jahres noch nichts gewinnen konnten, auch in dieser Episode verbirgt sich wieder ein Gewinnspiel. Also schön aufpassen. Auch dieses Mal kann man wieder etwas gewinnen. Und natürlich zu Beginn schon mal wieder vielen, vielen Dank für alle unsere Unterstützer, die, ja, ihr macht letztendlich es möglich, dass wir hier ganz entspannt und frei von der Leber weg podcasten können. Und jetzt machen wir erstmal wieder wie gewohnt mit einer Geschichte weiter, die uns Alexa erzählen wird. Die Story der Woche. Ja, erstaunlich viele Menschen sind in ihrer Freizeit auf der Suche nach dem ultimativen Kick. Also ich nicht. Ja, ich auch nicht so unbedingt, aber es gibt sie durchaus. Die Leute, die Bungee-Jumping toll finden oder Extremsportarten anderer Natur oder vielleicht auf Fallschirm springen. Und um Letzteres handelt es sich heute auch in unserer Hoaxilla-Story. Und zwar um eine Frau in den USA, die tatsächlich dieses Hobby ausgeübt hat. Also Fallschirmspringen, sie ist rausgehüpft aus dem Flugzeug und losgesprungen und leider merkt man ab und zu, dass dieses Hobby wirklich wahnsinnig gefährlich ist und wirklich ins Auge gehen kann. Und die Dame hatte das Problem, dass der Fallschirm sich nicht geöffnet hat und auch der Backup hat nicht richtig funktioniert und sie ist dann eben zu Boden gestürzt. Und jetzt könnte man meinen, okay, ein furchtbarer Unfall, den sie leider nicht überlebt hat, tragisches Ende, ein tragischer Tod, aber die Frau hatte Glück im Unglück, denn sie ist direkt auf einem Ameisenhaufen gelandet und jetzt wird's wirklich erstaunlich. Dadurch, dass sie eben auf diesem Ameisenhaufen gelandet ist und wirklich vielfach immer wieder von diesen Ameisen, die stechen, ne, gestochen wurde. Ja, gebissen. Gebissen wurde. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Hallo Biologen da draußen. Hat sie tatsächlich überlebt. Das heißt also, das Ameisengift hat im Prinzip dafür gesorgt, dass sie nicht in Schockzustand geraten ist und dann wie durch ein Wunder diesen Sturz überlebt hat. Aus 4.400 Metern Höhe. Eine ganz schöne Räuberpistole, die uns du da gerade erzählst. Mm. Ob die stimmt, wie eine waschechte Moderne sagen. Ja, genau. Ob die stimmt, werden wir dann natürlich am Ende dieser Episode erfahren. Und machen erstmal weiter. Thema der Woche. In der heutigen Sendung werden wir gleich einen ganz, ganz lieben Freund von uns zu Gast haben, Mirko Gudja, den Buddler. Und mit ihm werden wir darüber sprechen, ob die Thesen von Martin Luther tatsächlich angenagelt worden sind oder ob es Briefe waren oder was sich genau abgespielt hat, genau, in Wittenberg. Ich mag ja den Titel Tatort Wittenberg. Gibt es eigentlich einen Tatort Wittenberg? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Jetzt schon. Ab jetzt schon, genau. Und deshalb wollen wir auch gar nicht mehr lange vorplänkeln, sondern direkt ins Gespräch mit Mirko einsteigen und wünschen euch viel Vergnügen dabei. Hoaxilla Interview. Hallo,
Herzlich willkommen mal wieder bei Huxilla, Mirko Gudja. Hallo Mirko. Hallihallo. Wir haben gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen und ich habe mal recherchiert. Wir haben ganz, ganz viel zusammen für Huxilla gemacht, aber wir haben festgestellt, du warst viel häufiger bei Huxilla TV als im Huxilla Podcast. Völlig verrückt. Ja, total. Ne? Ja, irgendwie war das Gefühl, du warst jede Woche irgendwie bei uns zu Gast, aber das war alles für dieses Videoformat. Umso besser, dass wir jetzt mal wieder mit neuem exklusiven Inhalt hier bei uns im Podcast zu Gast haben. Für all diejenigen, die jetzt so später einsteigen, wir haben mit Mirko bereits im Jahr 2013 eine Episode über die Himmelscheibe von Nebra gemacht, weil du damals im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle an der Saale gearbeitet hast. Und haben dann im Jahr 2014 mit dir nochmal über das magische Mittelalter gesprochen und die Frage von magischen Vorstellungen im Mittelalter. Das war damals, fand ich, auch eine sehr, sehr schöne Folge und auch ein sehr schönes Thema. Und für all diejenigen, die auch noch den Psychotalk hören, können wir auch nochmal sagen, dass du im Jahr 2013 auch zu Gast warst im Psychotalk in der wunderbaren Folge über die individualistischen Wanderhuren. Allein wegen des Titels. Das ist schon irgendwie, macht neugierig. Genau. So, und wer jetzt sagt, wer ist dieser Mann? Mirko, du stellst dich nochmal ganz kurz in zwei, drei Worten unseren Hörern vor. Archäologe sage ich immer, aber irgendwie, glaube ich, kannst du das schöner formulieren, was du so genau machst. Was steht bei meinem Twitter-Handle dran? Steht, glaube ich, Archäologe, Podcaster, Historiker, und nicht in dieser wertenden Reihenfolge. Ich habe mal Archäologie studiert, bin dann, wie es immer so geht, um Geld, wenn es um Geld geht, man landet immer in komischen Jobs. Jetzt, seitdem mache ich nämlich jetzt was mit Martin Luther. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Luther Gedenkstätten und kümmere mich sozusagen um das historische Erbe des Reformators und der Reformation und mache das jetzt auch schon ein paar Jährchen, unter anderem vorletztes Jahr muss man schon sagen, 2017 ist ja schon zwei Jahre her, mit einer großen Ausstellung im Jahr. Und jetzt momentan bin ich Projektleiter für eine Marienausstellung, mal komplett das Gegenteil sozusagen. Mhm. Und nebenher, damit ich ein bisschen Archäologie noch und Geschichte noch drin habe, neben Luther habe ich kleine Podcast-Projekte, momentan gerade aktiv noch das Geheime Kabinett. Da ist jetzt gerade auch eine schöne Folge, hoffe ich jedenfalls, rausgekommen zum Vatikanischen Geheimarchiv, in dem ich ja mal zufälligerweise war. Ja. Und dann etwas eingeschlafen, aber bald wieder, ich glaube, ihr versprecht es jedes Mal, wenn ich irgendwo vor dem Mikro bin, soll es auch wieder belebt werden, nämlich Angegraben, der archäologische Podcast, da soll es um archäologische Themen gehen. Eigentlich ist die Folge schon fast fertig, ich muss sie nur irgendwann aufnehmen. Ja, verstehe, Kopf ist sie schon komplett. Kopf ist sie fast komplett. Es kommt leider immer ein bisschen Forschungsstand dazu. Ich will das Ding immer relativ aktuell halten, deswegen muss ich da immer ein bisschen nachhaken wieder. Aber kommt wieder was, keine Sorge. Und es gibt dieses Jahr mindestens ein neues Podcast-Projekt, das kann ich schon mal verraten, mit meiner Allerliebsten. Und das verrate ich aber noch nicht genau, worum es da gehen wird, weil wir haben da gerade zwei Ideen und wir müssen uns einigen, welches von beiden das werden soll. Die beide hochspannend sind. Wir haben da mal bei anderer Gelegenheit kurz drüber gesprochen. Es klingt beides gut, da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich sehe gerade schon, ich habe es wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wie viele Folgen, tatsächlich schon über 100 Folgen des Geheimen Kabinetts. Gratulation dafür nochmal, nur das zu sagen. Also sehr schöne Produktionen und auf Twitter, du hast gerade schon gesagt, der Buddler sollte man auch folgen, weil ich finde, du hast immer einen wunderbaren Wortwitz und machst sehr schöne Beobachtungen des Zeitgeschehens gelegentlich auf Twitter. Da amüsiere ich mich immer sehr drüber, wenn ich das von dir lese. Ja. Aber Twitter ist auch so ein schönes Vehikel, um auch mal so kurz seinen Frust loszulassen. Das ist auch sehr, sehr hilfreich. Also das ist bei mir immer so ein so ein Ventil, um Sachen mal, die man so gerade auf dem Herzen hat, loszuwerden. Und ich versuche das immer ein bisschen mit Humor zu machen, soweit es geht. Daher kommen dann solche Sachen bei raus. Muss man nicht lesen, aber für mich ist es immer ganz ganz. Ich finde, das gelingt dir sehr gut. Sehr unterhaltsam. Jetzt bist du, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast sagen sollen, aber du bist ja eher nie ein weniger gläubiger Mensch, kann man das so formulieren? Ja, sagen wir so, ich habe mal festgestellt, dass nichtgläubige Menschen eigentlich toleranter sein müssten als gläubige Menschen, weil quasi ja auch keinen Antrieb dahinter haben. Ne? Also jeder, der gläubig ist, will ja eigentlich, jedenfalls die meisten wollen, die anderen entweder zu überzeugen, dass sie richtig liegen,
Ja. Oder dass sie quasi den anderen auch noch retten müssen. Mhm. Und das wollen Ungläubige eigentlich nicht. Also die, die nicht an den Glauben für das Leben nicht brauchen, die sagen sich, oh Gott, sollen die ruhig glauben, was sie wollen, wenn sie damit glücklich sind. Also gibt natürlich auch. Das wäre der Idealfall sozusagen, ja. Es gibt natürlich auch Verfechter, die meinen, sie müssen jetzt die Welt retten vor dem Glauben. Mhm. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber ja, für mich selber funktioniert es ganz gut ohne Glauben. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Leute glauben, solange sie es sozusagen im Rahmen behalten, dessen, was keine anderen stört, dann ist das auch, glaube ich, kein Problem. Mhm. Und ich gehe ja quasi mit den Leuten auch hier tagtäglich um. Also ich beneide Leute, die glauben können, muss man sagen. Mhm. Die haben sicher auch ein gewisses Standing da mit dem Leben. Ich sehe aber auch genauso gut Leute, die glauben und trotzdem daran verzweifeln, weil sie dann gerade den Glauben in so einem Maße über alles stellen, dass sie ihr eigenes Leben oder auch die anderen dabei vergessen. Und das kann manchmal auch in eine ganz schlimme Richtung gehen. Ich habe oft genug sieht, leider. Ja, ja. Ich habe das Thema angesprochen, einfach weil wir ja in der heutigen Episode über einen Teil deiner Arbeit am Lutherhaus in Wittenberg sprechen werden, weil du hast mit einem Kollegen zusammen, dem Benjamin Hasselhorn, jüngst ein Buch veröffentlicht, gemeinsam. Das Buch heißt Tatsache, Ausrufezeichen, die Wahrheit über Luthers Thesenanschlag. Und ihr habt euch in diesem Buch nochmal damit beschäftigt, im Prinzip mit zwei Fragestellungen, wenn ich sie richtig verstanden habe. Nämlich einmal die Fragestellung, hat es den Thesenanschlag eigentlich wirklich gegeben? Und die zweite Frage, die ich so rausgelesen habe aus dem Buch immer wieder, ist auch die Frage, ist es eigentlich wichtig, ob es ihn, sag ich mal, physikalisch wirklich gegeben hat? Kann man das so kurz zusammenfassen? Ganz genau, ganz genau. Wir haben uns, man kann sich natürlich fragen, warum haben wir das Buch eigentlich erst 2018 rausgegeben? Da war doch eigentlich der ganze Rummel um Luther rum. Ja. Das hat zwei Gründe. Zum einen wäre das Buch ziemlich untergegangen 2017. Das wäre ein bisschen schade gewesen, weil da wäre es nur eins von vielen gewesen, die da erschienen sind. Mhm. Und hat noch einen ganz praktischen Grund. Uns ist das Thema so richtig aufgefallen, tatsächlich auch erst 2017. Die haben sich doch da jetzt jahrelang darauf vorbereitet, warum fällt ihnen jetzt das Thema erst auf. Uns ist aber aufgefallen, dass es da so viel Zweifel an diesem Thesenanschlag gab. Und welcher Impetus sozusagen auch dahinter stand in dieser Kontroverse um diesen Thesenanschlag. Also man hörte so viele Konjunktive in diesem Jahr, könnte einen Thesenanschlag gegeben haben. Ja. Oder publizierte seine Thesen oder was da alles für merkwürdige Satzkonstruktionen draus wurden. Ich muss einen Begriff anbringen, den ihr im Vorwort nennt, weil ich den einfach so großartig finde, nämlich die Frage, ob es sich beim Thesenanschlag um jubelprotestantische Fake News handelt. Das wollte ich unbedingt im Podcast mit drin haben, weil ich mich da so amüsiert habe über diese Formulierung. Ja, das stammt von Benjamin, der hatte da schöne Formulierung gefunden. Tatsächlich ist das ein bisschen schwierig mit diesem Thesenanschlag, weil sich gerade in diesem Jubiläumsjahr da keiner so richtig zu einer Aussage versteifen wollte. Mhm. Jeder sagt, naja, gab's vielleicht, interessiert uns aber auch nicht wirklich. Da fragt man sich, was haben die dann da genau gefeiert, wenn sie nicht den 500-jährigen Thesenanschlag gefeiert haben. Ich war lustigerweise sogar in der Kirche anwesend am Festgottesdienst. Und selbst da hat man am 31.10.2017 von der Kanzel herunter von einem möglichen Thesenanschlag gesprochen. Oh, dachte, ja, okay, dann hätte man sich die ganze Aktion hier auch sparen können und viel, viel Geld sparen können vor allem. Was will man denn jetzt gerade erreichen? Den Anfang der Reformation, das glaube, das steht keiner in Abrede, der ist für 1517 relativ klar zu benennen. Man kann sogar den 31.10. heranziehen, weil man weiß, da geht es irgendwie los mit dieser Kontroverse mit Luther. Aber viele, gerade auch die Theologen, sagen, naja Gott, was interessiert uns dieser Luther? Was interessiert uns das, dass der die Thesen angenagelt hat? Wichtig war doch, dass die Thesen überhaupt geschrieben worden sind. Also man weiß ziemlich sicher, dass da alles seinen Anfang nahm. Weiß man das, weil man belegen kann, dass er sie veröffentlicht hat, in dem Sinne, dass er sie verschickt hat, brieflich? Exakt, genau. Also wir haben den Originalbrief, das glaub, den hatten wir auch damals in der Ausstellung gehabt, den Originalbrief, den Luther an seinen Vorgesetzten, nämlich den Kardinal Albrecht von Brandenburg,
geschickt hat, den er auf den 31.10.1517 datiert hat und dem er dann, also schreibt er, ne, lieber Kardinal, nicht ganz, aber sehr höflich formuliert, sehr demütig formuliert, schreibt er, naja, es geht irgendwas schief gerade bei dir mit deinen Ablasshändlern, die behaupten, man könne mit dem Verkauf, mit dem Kauf von Ablässen, könne man seine Sünden loswerden, das stimmt so nicht und man könne quasi damit auch Gewissheit erreichen, ohne seine Sünden bereut zu haben. Das stimmt auch nicht. Bitte guck doch mal genauer nach, was da los ist. Und ich lege dir mal hier noch was bei, nämlich meine Gedanken zum Ablass als solchen. Mhm. Da hat er dann seine 95 Thesen beigelegt, das ist recht sicher. Und damit hätte man natürlich ein Datum, den 31.10.1517. Der ist natürlich nicht so sensationell. Ne? Luther schreibt einen Brief und das geht quasi von einem zum anderen. Das ist jetzt für den Beginn der Reformation so ein bisschen mau. Deswegen haben natürlich viele gesagt, naja, da braucht es quasi nachhinein noch etwas, ein größeres Fanal, da brauchte man irgendwie einen Anlass. Und dieses Anschlagen der Thesen an der Kirchentür, das dann alle sehen und auch mit Hammerschlägen, die durch ganz Europa hallen und was man da alles draus gemacht hat, das ist ja ein viel heroischer Akt. Da traut sich Luther an die Öffentlichkeit. Und wir haben gesagt, naja gut, klar, natürlich, die Reformation hätte so oder so stattgefunden. Ob Luther nun das Ding einfach nur verschickt hat, hat es ja dann später auch noch an andere geschickt, das wissen wir relativ sicher. Damit ist dann auch die quasi Verbreitung in der Öffentlichkeit sichergestellt gewesen. Das hätte schon gereicht, um die Reformation auszulösen. Ich würde ganz kurz noch einfach kurz einschieben wollen, deswegen habe ich dich nämlich nach deiner eigenen religiösen Einstellung gefragt. Wir haben also hier jemanden, der dem Glauben eher kritisch gegenübergestellt ist, aber trotzdem, du deutest schon so langsam in die Richtung hin und darum geht es ja auch noch im Buch, eher dann doch der Auffassung ist, dass es den Thesenanschlag gegeben hat und das tust du eben nicht aus irgendeiner Form von religiösem Glauben heraus, sondern aus deiner Warte des historischen, archäologischen Wissenschaftlers. Deswegen wollte ich nochmal auf deinen persönlichen Glauben eingehen, weil das finde ich gerade ganz interessant, wenn also von der Kirche gekanzelt wird, naja, das hat jetzt eventuell stattgefunden, ja, also die im Club richtig drin sind eher skeptisch und der eigentliche Skeptiker vertritt die These. Das finde ich einfach nur ganz spannend von der Einordnung. Deswegen habe ich dich das vorhin gefragt. Und was mich an dieser Einordnung auch so fasziniert ist, dass es ja eigentlich, was wir hier gerade machen, so ein ganz klassisches Hoaxilla-Ding ist. Wir haben eine Geschichte, die die Menschen so beeindruckt hat, dass sie immer weitergetragen wurde und weitererzählt wurde und teilweise fast auch schon so sagenhaft überhöht wurde und gucken jetzt einfach mal, was für Fakten dahinter stecken und ob man sie belegen kann, ob sie einen wahren Kern hat, ja oder nein. Dieser Beginn der Reformation mit einem Paukenschlag, also buchstäblich mit Hammer und Nagel, scheint eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben und die Menschen einfach so beeindruckt zu haben, dass sie sich von diesem Motiv nur noch ganz schwer lösen konnten und das eben weitergetragen haben. Weil die Gegner des Thesenanschlags sagen, naja, wenn das so ein wichtiges Fanal war und das quasi so auch so dieser Akt besonders aufgefallen ist, warum reden da so wenig Leute drüber in der Zeit? Nicht? Also Luther selber erwähnt den Thesenanschlag zum Beispiel überhaupt nicht. Bei Luther ist aber allerdings auch ein bisschen schwieriger Zeuge des Ganzen. Ich habe das mal in einem Vortrag mal ein bisschen versucht, mal aufzudröseln wie so ein Kriminalfall. Also zu gucken, was ist eigentlich der Tatort? Ja. Wer ist der Tatverdächtige? Gibt es Indizien und gibt es Augenzeugen? Und wenn man das so ein bisschen mal aufdröselt, dann wird es ganz interessant. Also der Tatort selber galt lange Zeit als die Schlosskirche. Die Schlosskirche Wittenberg, muss man wissen, ist gehört, wie der Name schon sagt, zum Schloss. Also ist eigentlich Domäne des Kurfürsten. Und ist ein wichtiger Pilgerort gewesen, weil dort eine der größten, wenn nicht gar sogar damals die größte Reliquiensammlung nördlich der Alpen beheimatet war. Also quasi ein Ort, in dem viele Pilger hinkamen und zwar ausgerechnet wann? Zum 1.11. jedes Jahres. Das war nämlich der Tag aller Heiligen und ist ja die Stiftskirche aller Heiligen. Das heißt, dort wurden dann sozusagen auch diese Reliquien an diesem Tag der Öffentlichkeit präsentiert, wenn man da hinging.
bekam einen Ablass, also durch das Betrachten der Reliquien, so war die Idee, geht etwas von der Heiligkeit dieser Reliquien auf die Menschen über und damit werden die ihrer Sündenstrafen ledig. Also das heißt, Sündenstrafen, von Sünden muss man unterscheiden. Sündenstrafe bedeutet, du hast was Böses getan, du versuchst, das wieder gut zu machen, aber da du dich ja auch an Gott versündigt hast, musst du sozusagen es auch gegenüber Gott wieder gut machen. Mhm. Da vergibt dir dann das ist jetzt ja theologisch, glaube ich, sehr wackelig, wie ich das hier formuliere, aber wenn du quasi ernsthaft bereust, dann kann dir der Priester eine Absolution erteilen, das heißt, er gibt dir die Gewissheit, dass Gott dir damit verzeiht, mhm, und er gibt dir aber auf, gewisse Leistungen zu verbringen, um dich mit Gott wieder ins Reine zu setzen. Die Idee ist, dass du dann entweder betest, dass du Kerzen spendest, dass du Geld spendest oder dass du eben beispielsweise eine Wallfahrt unternimmst. Mhm. Das hat den meisten irgendwann aber nicht mehr gereicht. Sagt, naja, vielleicht habe ich so viel auf dem Sündenkonto, vielleicht reicht das nicht in meinem Leben, dass ich das wieder gut machen kann. Nicht? Mhm. Da treffen wir natürlich gerade eine Zeit an, die sehr religiös war, also die stark von der Idee auch beherrscht war, dass man selber sehr viel als Individuum tun muss. Da kommt natürlich auch sozusagen die Entwicklung des Individuums mit rein, die ja gerade so ein bisschen in dieser Zeit auch fällt, mhm, dass also nicht quasi die Kirche als Gesamtheit etwas tun muss, sondern eben der Einzelne muss auch leisten. Mhm. Und der Einzelne muss vor allem sein eigenes Seelenheil in die eigene Hand nehmen. Und deswegen haben wir in der Zeit auch einen enormen Zuzug von Pilgern an Pilgerorte. Es gibt ja, ganz Europa ist voller Pilgerorte gewesen. Die liefen quasi da ständig irgendwie durch die Gegend. Ja. Da ist heute diese Pilgerschaften nach Santiago, ist da gar nichts dagegen. Bis heute gibt es ja noch die Pilgerwege, die jetzt gerade wieder irgendwie wiederentdeckt werden. Ja. Aber damals muss das wirklich enorm gewesen sein. Also aber jeder ging mindestens einmal auf eine Wallfahrt. Aber weitestgehend Männer, die gepilgert sind, ne? Weil ich erinnere mich noch irgendwie, dass ich mal in einem Seminar über Frauen und Lesen im ausgehenden Mittelalter, frühen Neuzeit, über den Fall Marjorie Kemp, glaube ich, gesprochen habe, die irgendwie erreicht hat, dass sie eine Pilgerreise unternehmen konnte, was gar nicht so einfach war. Mhm. Oder korrigiere mich, wenn ich da jetzt irgendwie völlig falsch liege. Ja, nee, ich glaube, das ist, glaube ich, relativ ausgeglichen. Also ja? Das Problem ist, dass Männer natürlich freier waren, in, mhm, der Möglichkeit zu gehen. Sie unterstanden ja, denn Frauen hatten ja das Problem, dass sie den Männern unterstanden. Das heißt, da musst du erstmal die Erlaubnis deines Mannes, deines Vaters, was auch immer bekommen. Und die Männer sind wirtschaftlich unabhängiger. Das, mhm, heißt, die konnten sich dann auch eher mal leisten, zu sagen, pass auf, ihr macht das schon hier, ich bin mal weg. Wie auch dieses eine Buch von Hafekerken. Ja, genau. Ich bin nochmal weg. Und für viele war das natürlich auch eine Möglichkeit, einfach mal rauszukommen. Ja. Also einmal im Leben einfach den ganzen Kram hinter sich zu lassen und den Geist frei zu kriegen, was im Sinne des Wortes. Ist natürlich auch nicht ganz ohne Risiko gewesen. Einerseits natürlich, dass dir unterwegs was passieren konnte, aber auch, dass du quasi wirtschaftlich das nicht überlebst, wenn du zurückkommst und dein Hof ist halt nicht mehr in gutem Zustand. Mhm. Ist das natürlich auch ein riesiges, großes Risiko, nicht? Dennoch haben es viel gemacht. Es gab sogar sowas wie Pauschalreisen, inklusive Beerdigungen im Heiligen Land, es ist unglaublich, was alles schon gegeben hat in der Zeit. Zahltest du einmal einen Betrag, dann war quasi alles abgesichert, Verpflegung, Reisen, Betreuung vor Ort, wie gesagt, selbst die Beerdigung war mit drin. So spannend, ja. Völlig verrückt. Da gibt's also wirklich alles möglich und man sieht eben auch sehr viele Frauen, die unterwegs sind. Okay. Also das ist jetzt nicht so selten. Mhm. Gewesen. Selbst bei Darstellungen, also von Pilgern, sieht man ganz oft Frauen und Männer nebeneinander gleichberechtigt sozusagen bei Pilgern jedenfalls. Ja. Also kommen wir zurück zur Schlosskirche. Zentrum, genau. Ein wichtiges Zentrum sozusagen des Reliquienkultes und der, mhm, Pilgerfahrten. Und genau. Einen Tag vorher hatte dann Luther angeblich eine tolle Idee, ne? Der Tatort. Ja, wahrscheinlich hat er die Idee schon ein bisschen länger gehabt, weil wir nämlich davon ausgehen, dass Luther seine 95 Thesen bereits gedruckt in der Hand hatte und sie dann so an die Thesentür genagelt hat. Mhm. Warum hat er das überhaupt gemacht? Der Hintergrund ist eigentlich, die 95 Thesen sind nicht einfach so ein kleines Protestplakat, sondern es geht eigentlich zunächst einmal um eine wissenschaftliche Disputation. Und Disputationen sind quasi so eine Art Streitgespräch, die innerhalb der Universität regelmäßig abgehalten wurden. Mhm.
und die eigentlich relativ, Anführungszeichen relativ jedenfalls, ergebnisoffen gehalten wurden. Also man konnte da gewagte Thesen auch reinschreiben. Also es gab auch durchaus Disputationen, ob es Gott gibt zum Beispiel. Nicht? Also das gab es durchaus, wobei da natürlich relativ klar war, das war nicht ergebnisoffen, da musste natürlich nachher rauskommen, dass es Gott gibt. Das ist so ein bisschen das wie die Depardieu-Clubs in den Vereinigten Staaten, die ja immer noch so eine Tradition auch schon in den Schulen haben. Ne? Also ein Topic nehmen und das dann diskutieren von zwei Seiten, als Übung auch zum Diskutieren letztendlich, ne? Genau, das kommt natürlich aus England. Also da habe ich es dann selber auch ein paar Mal mitgekriegt. Das ist sehr lustig, was sie dann machen. Also an Unis machen die es auch gerne weiter. Mhm. Da wird natürlich ein bisschen Parlament auch nachgespielt mit ähnlichen, also so Gegenthesen mit sehr, sehr lustigen Thesen, die sie dann da vorbringen, was ich... keine Ahnung, sind Hunde eine gute Idee? Ja, nein oder so. Ne? Oder sollte Großbritannien aus der EU austreten? Ja, da haben sie offenbar eine lustige Idee gehabt, die dann irgendwie sich verselbstständigt. Ja. Ja. Das heißt, wir haben jetzt also schon mal den Tatort, nämlich die Schlosskirche. Genau. Du hast gerade das Motiv ja schon ein Stück weit geschildert, also die Disputation unter das Volk bringen, vielleicht etwas salopp formuliert. Ja, gar nicht formuliert. Unter das Volk, sondern tatsächlich unter die Studenten, denn die Schlosskirche diente als Vorlesungssaal. Das war nämlich der größte Versammlungsraum innerhalb der Stadt. Die Universität war immer noch im Aufbau. Die hatte sich erst vor 15 Jahren gegründet worden. Und die hatte immer noch Raummangel. Und wenn man wirklich größere Mengen an Leuten zusammenbringen wollte, und das war bei Luthers Vorlesungen bereits eben schon vor 15, 17 der Fall, dann musste man irgendwie einen Ort finden, wo man auch sehr viele Theologiestudenten versammeln konnte. Und das ging dann vor allem auch in der Schlosskirche. Also nicht nur, es gab auch noch die Stadtkirche. Und es gab eben noch andere Kirchenbauten, die man dafür benutzt hat in der Stadt. Und tatsächlich hat Luther, also jedenfalls nach den Regularien, hätte er auch die Vorschrift gehabt, dass er zu einer Disputation öffentlich durch Anschlag einladen muss. Mhm. Das machte man generell dadurch, dass man eben an den Türen der Kirchen in der Stadt diese Dinge anschlug. Und tatsächlich haben wir einen Beleg, ich greife schon ein bisschen vor, eines Augenzeugen, der sagt, es wurde an den Türen in Kirchen angeschlagen. Ja. Das spricht also genau für diese Regularien, dass man das so machen würde. Und Luther hat natürlich auch nicht die gesamte Bevölkerung im Sinn gehabt. Das sieht man schon natürlich daran, dass die Thesen nicht auf Deutsch waren. Das heißt, man musste schon Latein können, um die zu verstehen. Mhm. Und man sollte auch noch Theologe sein, weil es ging natürlich da um Fachbegriffe und Fachdiskussionen. Das grenzt natürlich so ein bisschen auch den Bereich derjenigen ein, die damit gemeint sind. Mhm. Also es war wirklich zunächst mal nur für die Universität gedacht. So, dann haben wir das Motiv. Ja. Da hätten wir sozusagen das Motiv für Luther. Wie sieht es denn aus mit dem Täter? Ja, genau. Ist relativ klar, dass Luther, war es denn Luther oder war es der Pedell? Das ist eine relativ müßige Diskussion. Da gibt es natürlich auch die Frage, was der Pedell, also der Hausmeister der Universität, denn nach den Regularien müsste es der Hausmeister anschlagen. Und tatsächlich in frühen Darstellungen des Ganzen sehen wir auch immer jemanden, der für Luther das macht. Mhm. So, der Herr Professor macht sich natürlich nicht die Finger schmutzig, sondern der lässt das anschlagen. Aber das ist jetzt quasi eher so ein kleiner Nebenkriegsschauplatz. Mhm. Klar ist, dass Luther das gemacht hat, aber wie steht Luther selber denn dazu? Denn er erzählt ja interessanterweise zwei verschiedene Versionen des Ganzen, was wir mal als das Problem des lügenden Luther bezeichnen. Denn einerseits sagt er, habe an diesem Tag, also das richtet er natürlich dann erst später, aber an diesem Tag zu einer öffentlichen Streit in der Arena eingeladen. Oh, so bezeichnet er das. Also quasi, er wollte tatsächlich die Leute dabei haben, um darüber zu diskutieren. Das widerspricht so ein bisschen dem, was er später sagt, dass er sagt, naja, er sagt gegenüber dem Kurfürsten, ja, keine Sorge, lieber Kurfürst, du bist nicht außen vor geblieben. Ich habe das ja nur an die Leute geschickt, die damit zu tun hatten. Mhm. Also sprich an die Kirchenoberen. Und erst als die quasi nicht geantwortet haben, habe ich das veröffentlicht. Das scheint erstmal so nicht zu stimmen, wenn man das beide gegeneinander hält. Einerseits habe ich öffentlich dazu eingeladen, andererseits dann doch nicht. Mhm. Und wir haben dann festgestellt, na gut, das liegt vielleicht auch daran, dass damit zwei unterschiedlich gemeint sind. Also dieser Brief, den ich vorhin erwähnt hatte, Albrecht von Brandenburg, den meint er damit zunächst nicht, sondern er hat wahrscheinlich auch schon vorher mal bei Kirchenoberen nachgefragt, sag mal, wie steht ihr denn dazu? Mhm. Und als die sich nicht so richtig geäußert haben, wie er das wollte,
Da gibt es auch, eine kleine Quelle dazu, die ein bisschen heikel, weil der schreibt auch viel anderen Unsinn. Friedrich Mikonius, der ist eher so ein Luther-Fanboy, könnte man fast sagen, der sehr begeistert über Reformation spricht, aber auch Sachen behauptet, die so nicht stimmen können. Beispielsweise sagt er, dass Tetzel, also einer der berühmtesten Ablasshändler, sei 2 Jahre lang in seinem Ort gewesen und habe da jeden Tag gepredigt. Das geht so nicht. Das wird auch keinen Sinn ergeben. Gemeint ist aber tatsächlich, was richtig stimmt, der war innerhalb von 2 Jahren mehrfach dort in Annaberg und da könnte ihn tatsächlich Mikonius auch gesehen haben. Nichtsdestotrotz, er sagt, Luther hat offenbar an diverse Bischöfe geschrieben. Und das könnte durchaus sein. Also, dass Luther zunächst einmal vor dem 31.10. bereits gefragt hat, wie steht ihr denn dazu? Und hat vielleicht auch schon Dinge formuliert, die in den 95 Thesen nachher drin standen. Die Antwort hat ihm aber nicht so gefallen. Und deswegen sagt er, pass auf, dann mache ich noch eine Schippe drauf. Dann lass uns das doch mal richtig an der Uni diskutieren. Denn die Möglichkeit hatte er. Der Ablass war noch kein Dogma. Das heißt, es durfte durchaus auch seitens der Theologen diskutiert werden. Aber was macht Luther in den 95 Thesen? Er geht natürlich eine Spur weiter. Denn das übersehen natürlich gerne diejenigen, die vom Thesenanschlag nicht so viel halten. Die sagen, gut, es war ja eher so ein Versuch einer Reform innerhalb der Kirche zu machen. Ja, oder eine vorsichtige Reform. Das gibt aber die 95 Thesen gar nicht her. Wenn man mal reinguckt, da ist schon richtig viel Sprengstoff drin. Luther sagt nicht nur, pass auf, die Art und Weise, wie diese Ablasshändler den Ablass verkaufen, das ist nicht gut, nicht richtig, sondern er sagt noch viel mehr. Er sagt nämlich, der Papst hat gar keine Autorität darin, Ablässe zu vergeben. Der Papst hat nämlich nur die Befugnis, die Sünden und die Sündenstrafen zu vergeben, die Sündenstrafen zu vergeben, oder Strafen zu vergeben, besser gesagt, die er selbst verhängt hat. Also sprich, wenn er jemand gesagt hat, du bist nicht mehr Teil der Kirche, weil du Unsinn predigst, dann kann das Papst das später auch wieder aufheben, wenn er merkt, er hat sich jetzt wieder gefügt, dann darf er wieder mitmachen. Was er nicht darf, ist jemandem sagen, pass auf, Gott vergibt dir, denn das darf nur Gott. Ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt wahrscheinlich, ne? Genau, das ist der entscheidende Punkt. Luther streitet die Autorität des Papstes in der Frage des Ablasses. Und das ist natürlich damals ein riesiger Affront. Und das ist das, was ihm auch Ärger bereitet. Hätte er quasi in den 95 Thesen nur geschrieben, Ablass ist nicht so richtig, wie er gerade verteilt wird, wäre wahrscheinlich die Reformation als solches gar nicht in dem Maße passiert. Vielleicht hätte Luther sich dann an anderer Stelle wahrscheinlich auch nochmal entsprechend geäußert und es wäre dann trotzdem zur Reformation gekommen, aber eben nicht bei diesem 31.10. durch den Thesenanschlag. Ja, jetzt kommt es ja die Frage, die nächste Frage, die sich natürlich in so einem Verbrechen in Anführungsstrichen stellt, ist, wer hat es denn gesehen und hat einer darüber berichtet? Also heute würde man ja sicherlich ein Handyvideo auf Twitter davon sehen. Gab es jetzt 1517 leider noch nicht, ne? Nee, gab es leider nicht. Es gab aber Augenzeugen. Das Problem bei den Augenzeugen ist, dass die alle nicht zunächst einmal, jedenfalls die wir kannten, oder Leute, die darüber berichtet haben, zunächst einmal keine Augenzeugen waren. Also wir hatten zum einen Philipp Melanchthon, der zweite große Reformator in Wittenberg, sozusagen the brain hinter der Reformation. Er ist so wirklich das Allround-Genie gewesen, der wirklich sich mit allem ausgekannt hat und Fachbücher zu Sachen geschrieben hat, kaum dass er sich mal in das Thema vertieft hat. Fachbücher, die dann noch zum Teil jahrhundertelang Bestand hatten. Also wirklich, wirklich sehr beneidenswerter Mensch. Zig Sprachen gesprochen, hatte dann 4 Professorenstellen an der Uni inne. Und als er dann starb, mussten wirklich 4 Leute eingestellt werden, um seine Studien zu übernehmen. Also man kann den, glaube ich, nicht hoch genug schätzen. Hat er doch deswegen auch den Beinamen der Lehrer Deutschlands erhalten. Hat er auch unter anderem die Grundlage zu dem gelegt, was heute das Gymnasialsystem ist. Die weiterführenden Schulen, die zur Hochschule führen sollten. Also seine Idee war quasi, muss schon ganz früh die Schüler dazu bringen, erstmal Spaß am Unterricht zu haben und zum anderen sie vorzubereiten, ein Hochschulstudium antreten zu können. Aber dafür ist der jedenfalls hat natürlich auch eine gewisse Agenda, wenn er über Luther später schreibt. Und das macht er dann insbesondere auch dann nach Luthers Tod. Dort schreibt er nämlich dann zum ersten Mal vom Thesenanschlag. Also bislang hatten wir
bis vor wenigen Jahren war das der erste Beleg für den Thesenanschlag, dem er schrieb, naja, Luther hat am 31.10.1517 die Thesen an der Schlosskirche angeschlagen. Mhm. Interessanterweise nur die Schlosskirche, und das hat sich dann, wie gesagt, über Jahrhunderte behalten, bis dann mal in den 60er Jahren jemand kam und sagte, naja, das ist aber keine zeitgenössische These, und Melanchthon war gar nicht vor Ort. Mhm. Der kam nämlich erst 1518, im August, am 20. August 1518 nach Wittenberg. Der kann das gar nicht selber gesehen haben. Und das Ganze ist nun der Versuch, diesen Akt des Beginns der Reformation zu monumentalisieren. Mhm. Also quasi da einen Anlass zu schaffen. Mhm. Das hat wahrscheinlich gar nicht stattgefunden. War natürlich ausgerechnet Katholik. Wir hatten auch einfach gesagt, naja, der macht das vor allem deswegen, weil er den Protestanten den Gründungsmythos klauen möchte. So einfach ist es dann doch nicht, sondern es ging eher darum, so einen ökumenischen Ansatz zu finden, zu sagen, naja, der Bruch war gar nicht so groß. Luther war gar nicht so auf der falschen Richtung. Und wenn der Bruch nicht so stark ist und Luther auch den gar nicht gewollt hat, dann können wir doch eigentlich viel besser miteinander zusammenarbeiten. Dann können wir vielleicht auch wieder einen Ausgleich finden. Und das war, glaube ich, auch 2017 so ein bisschen Grund, warum man diese Sache ein bisschen klein gehalten hat und sagen, naja, komm, wir wollen nicht gleich mit dem Bruch anfangen, sondern wir wollen ja eigentlich zeigen, wir sind ja eigentlich mehr oder weniger dieselbe Kirche. Jedenfalls die Protestanten möchten das gerne. Ein ehemaliger Kollege hat das mal so schön ausgedrückt, dass die protestantische Kirche immer versucht, von der katholischen wieder ernst genommen zu werden. Das sei so ein bisschen wie bei der Versuch der DDR von allen anerkannt zu werden. Die protestantische Kirche sei quasi die größte DDR der Welt. Nein, war auch ein ziemlicher Zyniker vor dem Herrn, der Gute. Soweit würde ich persönlich jetzt nicht gehen. Aber es zeigt so ein bisschen die Problematik, die vielleicht dahinter stecken könnte. Eben Luther eben nicht als den großen Rebell und den Reformator mit dem Hammer zu zeigen, sondern eben als den Reformer, der quasi doch genau dasselbe will, was man ja heute eigentlich in der katholischen Kirche auch wieder hat. Nämlich genau den Versuch, genau diese Ausgleiche wiederzufinden. Mhm. Wir werden am Ende nochmal ganz kurz auf die Person Martin Luther eingehen, weil ich jetzt schon wieder Leute sehe, die jetzt anfangen, E-Mails zu schreiben, dass wir Luther viel zu positiv darstellen würden, und da müsste man ja viel mehr. Da sagen wir nachher noch was. Ja. Lass uns, wollen jetzt aber erstmal noch ein bisschen bei den historischen Fakten oder möglichen historischen Fakten bleiben. Genau, das heißt, wir haben jetzt eine Schriftquelle, die mit dem Ereignis sich beschäftigt, die aber aus den gerade genannten Gründen nicht ganz zuverlässig ist. Und daher rührt ein Teil des Zweifels, den man dann unter den Historikern hat, ob das Ganze tatsächlich so stattgefunden hat, wie es propagiert wird, ne? Genau, richtig. Also wie gesagt, von den Zeitgenossen hören wir da gar nichts. Dachten wir jedenfalls. Mhm. Bis wir dann vor 10 Jahren, nee, mittlerweile gab es dann einen neuen Aktenfund. Und zwar bei der Edition der Werke des, Sekretär der Reformation, da war ein bisschen mehr als nur das, aber das ist ein gewisser Mensch namens Röhrer gewesen, der für Luther insbesondere die Edition letzter Hand sozusagen der Lutherbibel übernommen hat. Und der schrieb in der letzten Fassung, die Luther nochmal redigiert hat, schrieb er ans Ende hin zwei Zeilen. Das eine war auf Latein: am 31.10.1517 hat Luther seine Schriften gegen den Ablass an die Türen der Kirchen in Wittenberg angebracht. Mhm. Und das ist natürlich interessant, weil, wie gesagt, das zeigt einmal auch die Kenntnis dieser Regularien, dass man tatsächlich an den Türen der Kirchen das anbringt. Also es gibt noch ein bisschen mehr Orte, wo man es noch anbringen musste, unter anderem am Gebäude der Universität selbst. Mhm. Zum anderen zeigt es natürlich, dass Röhrer hier einer der Augenzeugen war, denn der war 1517 tatsächlich in Wittenberg. Also der hat das, der war auch nicht in Wittenberg, aber er war zumindest noch zu Lebzeiten Luthers, hat er das geschrieben. Mhm. Und in einer Ausgabe, die Luther selber redigiert hat, der hätte Luther wahrscheinlich, wenn er was dagegen gehabt hätte, das selber rausgestrichen.
Insofern ist das nicht uninteressant. Und er schreibt eben, das zweite, was er da reinschreibt, ist die Ankunft Melanchthons in Wittenberg. Mhm. Also am 20. August 1518 kommt Melanchthon nach Wittenberg. Und das ist interessant, weil es sozusagen die zwei Beginne der beiden Reformatoren anzeigt. Mhm. Ne? Also der eine wird Reformator durch den Thesenanschlag und der andere wird Reformator dadurch, dass er nach Wittenberg kommt und dort an Luthers Seite steht. Also für Röhrer ist klar, das ist sozusagen auch der Beginn der reformatorischen Karrieren der beiden. Ja. Deswegen wollte er es drin haben, ist allerdings dann nie gedruckt worden. Und es ist dann ja so ein wenig über die Glaubwürdigkeit von Herrn Röhrer spekuliert worden, weil man gesagt hat, naja, der hat sich des Öfteren vertan, dann wird wahrscheinlich das auch nicht stimmen, was er da geschrieben hat, ne? Na gut, Röhrer jetzt nicht so sehr, aber Röhrer scheint natürlich sehr stark von Melanchthon auch geprägt zu sein. Also es gibt noch mehr von derartigen Notizen, also hat er mal mehreren Werken so kleine Notizen reingemacht, die werden jetzt so nach und nach entdeckt. Wir kennen mindestens zwei weitere, in denen er dann lustigerweise nicht mehr von den Kirchentüren, sondern noch von der Kirchentür redet. Ja. Mhm. Also da scheint er möglicherweise schon mit Melanchthon so ein bisschen auf einer Wellenlinie zu schwimmen und sagen, ist doch die Schlosskirche ist das Wichtige. Mhm. Warum die Schlosskirche? Das könnte daran liegen, dass die Schlosskirche für die Reformatoren wichtiger war. Also die, also quasi als als Gegenbeispiel. Also die Stadtkirche war die Kirche, in der Luther gepredigt hat. Der war ja seit 1512 war er da als Prediger tätig. Mhm. Das war die Urkirche der Reformation, wenn man so will, die Mutterkirche der Reformation. Während dann die Schlosskirche, dadurch, dass eben da früher der Ablass vergeben wurde, die Reliquien gezeigt wurde, gern mal so ein bisschen als die negativ gegenüber der Stadtkirche gezeigt wurde. Luther selber sagte mal, naja, die wahre Kirche aller Heiligen ist ja die Stadtkirche, mhm. weil eben da die Reformation losgegangen ist. Und die Schlosskirche sei eben die Kirche aller Teufel geworden. Mhm. Spielt so ein bisschen mit diesem Allerheiligen Begriff. Mhm. Und das könnte also mit dazu führen, dass dann die Schlosskirche eben als der Ort gilt, wo man quasi diese reinigende Schrift sozusagen angebracht hat. Da ging es dann sozusagen mit dem Ärgernis ging's los und da musste Luther quasi gegen vorgehen. Oder man kann natürlich überlegen, Schlosskirche war natürlich dann als Melanchthon selber nach Luthers Zeit sozusagen das Oberhaupt der Reformatoren in Wittenberg war die Schlosskirche der Ort, in dem die Disputation stattgefunden mhm. hat. Also es hatte lange Zeit eine Unterbrechung gegeben. Da gab es dann aufgrund natürlich auch der reformatorischen Wirren die Auseinandersetzungen, die es da gegeben hat. Luther, der auf der Wartburg war und vieles mehr, gab es so ein bisschen Unterbrechung dieser Vorlesungsbetriebs, bis dann eben sich das wieder konsolidiert hat und Melanchthon auch eine Universitätsreform durchgeführt hat. Und dann war es natürlich die Schlosskirche, in der vor allem diese Disputation stattgefunden hat. Vielleicht deswegen der Ort dann mehr betont mhm. als die Stadtkirche, in der es eben nicht mehr so wichtig war. Mhm. Das heißt jetzt, es gibt im Wesentlichen immerhin zwei zeitgenössische, wenn auch nicht Augenzeugenberichte über den Thesenanschlag, ne? Es gibt sogar ein bisschen mehr. Also wir haben noch ein paar andere. Wir haben unter anderem Georg Major. Der ist nämlich insofern interessant, weil er nämlich tatsächlich ein Augenzeuge war. Mhm. Der war 1517 da. Der war auch in Wittenberg und ist sehr stark mit der Schlosskirche verbandelt. Denn er war zunächst mal, als Luther die Thesen angenagelt hat, war er dort Sängerknabe. Also war dort im Kirchenchor sozusagen. Und er wird später derjenige, der für die Schlosskirche verantwortlich ist. Mhm. Also quasi derjenige, der quasi sein Leben lang mit dieser Schlosskirche verwandelt ist, wird mhm. dann später auch nochmal kurz nach Brandenburg versetzt und da in Brandenburg schreibt er dann einen Brief, den er dann unterschreibt mit dem Bezug auf dieses Datum, den man eben sagt, vor einigen Jahren fand genau an diesem Datum Luthers Thesenanschlag statt. Das ist interessant. Auch wenn es eben nach Luthers Tod ist, lange nach Luthers Tod, mhm. Gibt es hier noch einen Augenzeugen. Mhm. Es gibt noch einen weiteren, Michael Agricola, mhm. der auch einen als Zeuge gilt, der auch später geschrieben hat, eine Notiz, die leider nur noch sekundär überliefert ist, deswegen taucht ihm ganz oft in diesen Geschichten nicht mehr so auf. Er habe nämlich geschrieben, me teste habe das Ganze stattgefunden. Also mit ihm als Zeugen. Mhm. Das wird jetzt lange
lange dann auch diskutiert, heißt das Meteste oder heißt das eben Modeste? Das würde dann Herr Luther Habe eben nicht mit seiner Zeugenschaft das angeschlagen, sondern auf zurückhaltende Art, modest sozusagen. Mhm. Nicht? Und denn nichtsdestotrotz, auch wenn man ihn da sozusagen dann wieder ein bisschen in die Ecke gestellt hat mit dieser Aussage, er ist Augenzeuge gewesen. Ja. Also er war dort, zumindest in dem Jahr, und hätte das sozusagen auch selbst mitkriegen können. Jetzt kann man sich ja fragen, warum gibt es jetzt Augenzeugen erst so spät? Warum berichtet da keiner sonst drüber? Na, das war ein normales Ereignis, nicht? Also das Anschlagen von Disputationen am schwarzen Brett der Universität ist nichts so weltbewegendes gewesen in der Zeit, nicht? Also das ist so ungefähr, ich vergleiche das immer, wenn Theodor Adorno seine erste Vorlesung über die Ästhetik an das schwarze Brett der Frankfurter Uni geheftet hätte, hätte es auch keiner von den Zeitgenossen jetzt irgendwo in dir geschrieben, oh, da ist gerade der neue Professor gewesen, der hat jetzt gerade mit Reißzwecken das am schwarzen Brett angebracht. Das Normale geht nicht in die Akten, ne? Also das interessiert die Leute damals noch nicht. Und erst fast 100 Jahre später fängt es an, dass man diesen Beginn feiert, weil man sich natürlich an die Ursprünge zurückerinnert. Wie hat das Ganze denn überhaupt angefangen? Mhm. Also während das Ganze im laufenden Prozess ist, interessiert das erstmal noch nicht so sehr. Das ist ja oft so, dass das erst so eine Bewertung aus dem Nachhinein stattfindet, eines Ereignisses, ne? So ist es. Dann sind eher die gegenwärtigen Prozesse interessant. Also wenn man jetzt mitten in der Reformation steckt, dann wird einem eher interessieren, was gerade der Fürst dazu sagt aktuell, als das, was vor einem Jahr mal Luther gemacht hat. Und dann will man eher wissen, was passiert denn jetzt gerade. Und das sehen wir bei aktuellen Ereignissen auch. Ich glaube, es gibt wenige Ausnahmen, beispielsweise der 11. September beispielsweise ist so ein Datum, das sich jeder zurückerinnert. Ja. Aber es gibt natürlich Prozesse, die so schleichend anfangen, dass wir sie quasi gar nicht als solches mitbekommen und dann erst natürlich in der Geschichtsschreibung später jeder sagt, warum haben die das denn eigentlich eigentlich nicht mitgekriegt, als der Syrienkrieg angefangen hat? Genau, oder keine Ahnung, nicht? Das steht dann in Geschichtsbüchern drin, aber es wird eben, die Zeitgenossen haben das jetzt nicht so direkt mitbekommen, außer vielleicht direkt Betroffenen. Und deswegen landet das natürlich zunächst mal nicht drin. Und wichtig ist natürlich für jede politische Institution, die protestantische Kirche kann man theoretisch auch darunter subsumieren, ist natürlich ein Mythos wichtig, ein Gründungsmythos. Mhm. Jede Nation hat einen Gründungsmythos gehabt. Und wir hatten ja im Vorgespräch mal kurz drüber gesprochen, ne? Das Mythos ist ja noch so eine eigene Quellengattung im Gegensatz zu Sage, Märchen oder Hoax. Mhm. Mythos hat ja per se erstmal den Anspruch, zumindest einen wahren Kern zu behalten, beinhalten. Und vor allem im Gegensatz zur Sage ist es ein Mythos ja etwas, das ohne Übernatürliches auskommt. Mhm. Ja. Also in der Sage gibt es Geister, Monster, Dämonen, Teufel. Ja. Mhm. Genau, richtig. Aber in der Mythos spielt er jetzt keine Rolle. Und Mythen sind insbesondere wichtig, eben um Ursprünge zu definieren. Mhm. Also beispielsweise im 19. Jahrhundert war es natürlich wichtig, der Gang nach Canossa als quasi der Kampf gegen Rom damit darzustellen. Oder beispielsweise die Siegfriedsage wurde natürlich ganz wichtig. Ne? Also weil man damit quasi sozusagen die eigene Reichsidee damit unterstützen wollte. Und das 19. Jahrhundert hätte dann leider in das 20. Jahrhundert mit all seinen Schrecklichkeiten gemündet. Deswegen hat man dann nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich auch versucht, diese ganzen Mythen wieder loszuwerden. Gerade die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ist eine Geschichtsforschung natürlich voller Dekonstruktion. Das insbesondere des 19. Jahrhunderts, da versucht man natürlich auch zu Recht natürlich mit Mythen aufzuräumen. Und auch nochmal sehr harsche Quellenkritik zu betreiben. Ja, selbstverständlich. Na klar, dann guckt man sich mal an, der Gang nach Canossa war doch ein bisschen anders, als man das dargestellt hat. Oder Siegfried gab es natürlich nicht. Oder Armin der Cherusker, der ja auch ganz wichtig war fürs 19. Jahrhundert. Das war ein ganz, ganz anders motiviert. Mhm. Der war wahrscheinlich eben tatsächlich schon sehr stark von den Römern beeinflusst. Der war eigentlich schon halber Römer. Der war eben nicht so der Urgermane oder so, nicht? Und diese Mythendekonstruktion ging manchmal aber auch ein bisschen übers Ziel hinaus. Mhm. Gerade bei Luther hat man so das Gefühl, man wollte Luther unbedingt auf ein Normalmaß runterstutzen und wollte ihn eben verharmlosen. Gerade auch, um eben vielleicht auch die Ökumene ein bisschen mehr zu befeuern. Und
dagegen wehren wir so ein bisschen. Nicht, dass wir was gegen die Ökumene hätten, ganz im Gegenteil. Aber man muss natürlich bei den historischen Fakten bleiben. Das hat der Historiker in mir, der sagt, naja, wir müssen uns doch mal anschauen, was gibt es denn? Und da gibt es tatsächlich noch mehr Sachen, die für den Thesenanschlag sprechen, als dagegen. Denn wenn wir uns mal beispielsweise die Indizien anschauen, da wird es ein bisschen klarer. Denn als Indiz würde ich jetzt nämlich den Thesenplakatdruck selber nehmen. Es gibt noch 7 Exemplare aus 2 verschiedenen Druckvarianten. Und bislang hat die Forschung sich immer darauf versteift, naja, muss einen Urdruck gegeben haben. Und die andere Richtung sagt, naja, es muss ein handschriftliches Exemplar gegeben haben. Jetzt kann man sich dann überlegen, warum soll es ein handschriftliches Exemplar geben? Wir sind in einer Zeit, in der der Buchdruck eine große Rolle spielt, insbesondere schon an der Universität. Und Disputationen, gerade wenn sie wichtiger Natur sind, und ich denke, das ist für Luther auf jeden Fall der Fall gewesen, die sind bereits gedruckt gewesen. Druck ist in der Zeit noch was Neues, ein neues Medium. Man will zeigen, beherrscht die Medien deiner Zeit. Wir haben einen Präzedenzfall in Wittenberg beispielsweise, nämlich durch den Thesenanschlag von Andreas Bodenstein, genannt Karlstadt. Der macht das nämlich auch an der Schlosskirchentür. Der sagt das nämlich auch selber. Und der macht das auch an einem bestimmten Datum, nämlich am zweiten Tag, an dem Reliquien gezeigt wird, nämlich kurz vor Ostern. Und das ist interessant, weil er nämlich auch genau diesen Tag wählt. Also genau ein halbes Jahr vorher macht er das mit ähnlicher Resonanz. Also sowohl zu Karlstadts Disputationsaufruf kommt niemand, zu Luthers offenbar aber auch niemand. Und deswegen kann sich ein bisschen erklären, warum eigentlich daraus ein wenig geworden ist. Jedenfalls so aus dem ursprünglichen Intention heraus, die Disputation anzuregen. Das scheint nicht immer funktioniert zu haben. Jedenfalls bei den beiden Beispielen kann man das deutlich sehen. Und wie gesagt, Karlstadt hat das gedruckt. Da kennen wir nämlich auch das Originalexemplar. Das haben wir auch in der Ausstellung gehabt. Und da gibt es auch nur ein einziges erhaltenes Exemplar. Und lange hat man gedacht, das könnte auch handschriftlich gewesen sein. Aber auch da ist es gedruckt. Und auch das trägt zum Beispiel kein Datum. Das hat man bei Luthers 95 Thesen auch schon vorgeworfen. Naja, der hat ja kein Datum draufgeschrieben, also kann es kein Disputationsaufruf sein. Doch, das ist auch beim Karlstadt der Fall. Und warum hat Luther das noch gedruckt? Naja, weil das an so vielen Stellen anbringen musste. Also man hätte dann eine ganze Anzahl von den Dingern abschreiben müssen. Und das muss man jetzt an der Zeit auch nicht mehr unbedingt tun. Also hat es wahrscheinlich einmal geschrieben, hat es an den Drucker geschickt, hat es nicht in Wittenberg drucken lassen, sondern in Leipzig. Davon gehen wir jetzt ganz fest aus. Dazu komme ich gleich noch, warum. Und zwar, der Wittenberger Drucker ist nämlich wahrscheinlich in der Zeit nicht verfügbar. Also entweder ist er krank, da gibt es nämlich das Jahr davor eine Klage, dass er krank ist und deswegen die Thesen nicht gedruckt werden können, oder er zieht in der Zeit um. Ja. Er hat nämlich genau dieselbe Druckausstoß wie das Jahr davor, fast aufs Blatt genau, bekommen dieselben Menge an Drucken im Jahr davor, wie auch 1517. Und im Jahr davor ist er definitiv krank. Also das spricht dafür, dass er da wirklich nicht verfügbar gewesen sein könnte. Vielleicht wollte Luther auch nicht, dass die Inhalte der Thesen, die er vielleicht doch schon als ein bisschen brisant angesehen hat, dass sie sich gleich in Wittenberg die Runde machen, bevor er es veröffentlicht. Deswegen vielleicht erstmal einen externen Drucker genommen, auch einen Drucker genommen, der schon vorher für die Universität Wittenberg zuständig war. Also der hat auch schon da andere Sachen gedruckt. Also es wäre jetzt auch nicht so ungewöhnlich, da einen Leipziger Drucker zu nehmen. Nicht? Dann hat er einige Exemplare gehabt, die hat er dann erstmal quasi in der Stadt verteilt. Gleichzeitig hat er an seinen Vorgesetzten geschrieben. Und er hat eine Besonderheit gemacht, die Disputation blieb nämlich nicht nur auf Wittenberg beschränkt, er wollte nämlich die Disputation auch auf andere Universitäten ausweiten. Und hat offensichtlich dann auch an andere Theologen diesen Thesendruck weitergeschickt, mit auch relativ wenig Resonanz offensichtlich. Warum wissen wir das? Weil wir einen Brief tatsächlich kennen. Der schrieb das Ganze nämlich einige Tage später nach Erfurt zu einem ehemaligen Kollegen von ihm, Johannes Lang. Und warum erzähle ich das so ausführlich? Weil eins der Exemplare lässt sich nämlich Johannes Lang zuordnen. Der hat nämlich was an den Rand geschrieben, eine Notiz. Und da schreibt er ausgerechnet drauf, am 31.10. hat Luther mit zum ersten Mal gegen den Ablass gekämpft. Er schreibt leider nicht, hat die Thesen an die Tür genagelt, das wäre noch schlimmer gewesen. Diese Notiz war auch schon ein Weilchen bekannt, aber man hat immer gedacht, naja, die Schrift sieht aus wie Martin Luthers, also hat Luther selber dran geschrieben. Ich hatte es dann vor ein paar Jahren gesehen, dachte,
warum soll Luther auf seinen eigenen Thesendruck das draufschreiben? Das weiß er doch, oder? Warum soll er das machen? Und dann habe ich einen Handschriftenexperten gefragt, der sich mit der Handschrift Luthers auseinandersetzt. Und er sagt, ja gut, dass Sie mich gerade fragen, weil ich arbeite mich gerade über die Handschrift von Johannes Lang. Und die verwechselt man gerne mit der von Martin Luther. Die sehen sich nämlich sehr ähnlich aus. Aber man kann sie klar unterscheiden an ganz kleinen Unterschieden. Und die sind hier zu deutlich zu erkennen. Also das muss die Handschrift von Johannes Lang sein. Ach. Und damit kann man das Ding datieren. Das heißt also, damit haben wir ganz klar, dass am 11. November 1517 dieses Ding an Johannes Lang gegangen ist. Ja. Und das zeigt aber auch, was dann wohl der Urdruck der Thesen ist. Denn Luther hat wohl, wie gesagt, den ersten Stapel dieser Schriften gehabt und hat die dann an Freunde verschickt. Und das scheint also tatsächlich der Urdruck zu sein. Ich habe noch einen Indiz gefunden, nämlich Albrecht von Brandenburg, den haben wir ja ganz am Anfang gehabt, der auch Luthers Thesenreihe bekommen hat. Der war natürlich nicht besonders begeistert. Warum war der nicht begeistert? Der steckt nämlich hinter dem ganzen Schlamassel. Der hat nämlich Geld gebraucht. Er hatte große Schulden aufgehäuft, um seine Ämter, die er hatte, anhäufen zu können. Ja. Also eigentlich war es ihm nicht erlaubt. Nach kirchenrechtlichen Regularien durfte er nicht mehrere Bistümer besitzen. Hat aber trotzdem hingekriegt. Damals wie heute war eine gute Möglichkeit, um solche Sachen behördlich zu umgehen. Korruption. Also sprich, er hat Geld gezahlt, man hat das ein bisschen anders verklausuliert, aber man hat ihm das gewährt unter der Berücksichtigung, dass man ihm eine Gegenfinanzierung auch angeboten hat, nämlich durch den Verkauf von Ablass. Das hat er also hinbekommen. 1515 hat er das ausgehandelt mit der Kurie in Rom. Er darf in seinen Ländern, also dem von ihnen betrauten Bistümern, darf er den Ablass aller Sündenstrafen verkaufen. Also einen vollkommenen Ablass aller Sünden. Das war natürlich ein Dauerbrenner, weil das war so die Flatrate für die Gläubigen. Das kauft man einmal und kann das kurz vorm Tod anwenden und braucht sich nie wieder Gedanken machen, ob man im Fegefeuer landet oder nicht gleich in den Himmel kommen kann. Sehr praktisch. Wurde auch gern gekauft, war aber schon ein bisschen ausgelutscht, weil das nicht das erste Mal war, dass es jemand machte. Also ganz oft hatten die Leute das auch schon zu Hause. Das war das Problem für Albrecht. Der musste nämlich da irgendwie noch eine Schippe drauflegen und hat deswegen seine Ablasshändler auch angewiesen, die sollen eben unter anderem auch behaupten, man brauche gar keine Reue zu zeigen. Oh, heftig. Und man bräuchte auch gar nicht... Man bräuchte nicht nur für sich, sondern man könnte es auch quasi rückwirkend für seine Vorfahren kaufen. Man könnte die damit aus dem Fegefeuer holen. Das ist natürlich auch ein enormer psychologischer Druck, den die Leute ausüben. Und sagen, ja, dein Großvater, der muss jetzt wegen dir im Fegefeuer sitzen. Dabei musst du nur ein paar Geldstücke in die Hand nehmen und kannst ihn aus dieser misslichen Lage befreien. Und das ist für die damaligen Leute natürlich schon ein enormer Kaufanreiz gewesen, sowas zu machen. Und das macht ihn dann machen die Ablasshändler im Namen von Albrecht von Brandenburg und bringen ihm natürlich auch viel Geld ein. Und jetzt kommt aber so ein Luther an und sagt, pass auf, das Ganze mit dem Ablass ist gar nicht nötig, denn eigentlich hat uns ja Gott bereits durch den Kreuzestod seines Sohnes komplett befreit. Er hat uns von der Sünde befreit. Also ihr müsst nur noch glauben und dann seid ihr frei. Das macht Luther übrigens auch ganz öffentlich. Er ändert seinen Namen. Durch diese Erkenntnis ist er nämlich selbst auch frei geworden. Und Martin hieß eigentlich von Haus aus Luder mit Nachnamen. Ein Name, der damals auch schon ein bisschen anrüchig war. Dann waren wir wieder bei der Wanderhure. jedenfalls das Wort Luder war damals eben auch schon negativ konnotiert. Und es gibt auch Leute, die sagen, er hat den Namen geändert, weil er eben quasi jetzt öffentlich auftritt und deswegen braucht er irgendwie einen etwas seriöser klingenden Namen. Es könnte aber auch sein, dass er hier ganz bewusst eine Namensform wählt mit dem TH. Er hat nämlich in der Zeit auch etwas gemacht, was die Humanisten seiner Zeit ganz häufig machen. Er kräzisiert nämlich seinen Namen, also er übersetzt seinen Namen ins Griechische und da übersetzt er sich in Eleutherios, was so viel heißt wie der Befreite. Also ganz klar. Und das macht er ausgerechnet genau in dieser Zeit. Also er schreibt danach Briefe, die er mit Eleutherios unterschreibt. Und er nennt sich gegenüber Albrecht von Brandenburg in dem Brief zum ersten Mal Luther mit TH. Also das scheint kein Zufall zu sein. Das ausgerechnet am 31.10.1517 nennt sich Luther der Befreite. Und wie gesagt, das ist ja das, was auch dann diese Schlagkraft dieser 95 Thesen bewirkt, indem man den Leuten sagt, ihr braucht den ganzen Kram nicht, ihr braucht nicht Ablässe kaufen, braucht keine Wallfahrten machen, das alles
ist unnötig, denn das ist nur Werkgerechtigkeit. Also das braucht nicht, Gott hat nichts davon, dass ihr ihm Geld gebt. Gott hat was davon, dass ihr an ihn glaubt. Mhm. Und damit befreit er euch. Ja. Das ist die einzige Voraussetzung. Und das ist natürlich für Albrecht von Brandenburg ein Haberschlag. Er sagt, naja, das kann ja nicht sein, dass er mir eine Tunde kaputt macht. Ja. Und reicht das Ganze nach Rom durch. Und da wird es jetzt interessant. Er hat nämlich offensichtlich das Exemplar, das er von Luther geschickt bekommen hat, an Rom weitergeschickt. Dort gibt es einen Hoftheologen, den Prierias, der kriegt als Auftrag vom Papst, kümmere dich mal drum. Da ist irgend so ein kleiner Mönch, der hat da lustige Ideen. Schreibt da mal was gegen. Und der schreibt irgendwie, er nimmt sich nur ein paar Tage Zeit, mehr Zeit nimmt er nicht, braucht er nicht, guckt sich die Thesen durch, geht die einzelnen an und widerlegt die. Und die restlichen Thesen sagt er, komm, die schenke ich dir, da gehe ich jetzt auch gar nicht mehr drauf ein. Geht tatsächlich nur die ersten durch, aber er macht Folgendes, er zitiert die. Und diese Zitierung ist interessant, weil er da zum Teil Druckfehler übernommen hat, die nur in Leipzig gedruckten Thesenplakat auftauchen. Das heißt, also am 31.10.1517 muss dieses Plakat bereits eben in dieser gedruckten Form vorgelegt haben, also so wie es in Leipzig gedruckt wird. Mhm. Und dann geht es ja später an Lang. Das heißt, wenn Luther aber das drucken lässt, ist er ganz sicher davon ausgegangen, dass er das Ding anschlagen will. Ja. Also das ist sicher nicht, da gibt man nicht Geld aus, um sozusagen das nachher doch irgendwie zu Hause rumliegen zu lassen, sondern es geht eben schon um einen Thesenanschlag. Und das ist für mich einer der Indizien, die ganz deutlich dafür sprechen, dass es den Thesenanschlag am 31.10. zumindest sehr wahrscheinlich gegeben hat. Gibt es denn in irgendeiner Quelle einen Hinweis, sozusagen, wenn wir jetzt bei der Verbrechensmetapher bleiben würden, auf den Modus operandi? Steht da irgendwo tatsächlich angeschlagen oder steht da angebracht oder wie war das? Ja, das ist gemein beim Latein. Das lateinische Zitat jeweils sagt nie was von anschlagen, also nicht mit dem Hammer anschlagen, sondern sagt immer affixere, also anbringen. Das heißt halt so viel wie alles, nicht? Das kann ganz, ganz viel. Wir machen uns im Buch auch, haben auch ein eigenes kleines Kapitel, in dem wir so ein bisschen scherzhaft gucken, wie hätte es denn irgendwie stattfinden können. Denn es gab mal auch, ich glaube auch 2017 gab es einen Artikel dazu, wo sich auch jemand mal Gedanken gemacht hat, könnte es angeklebt worden sein? Ja, genau. War es angenagelt? War es vielleicht mit Wachs angebracht? Ja. Nicht? Und wir haben uns das auch mal angeschaut. Letztendlich spielt das noch weniger die Rolle, ob es nun so angebracht worden ist. Tatsächlich werden Sachen viel angeklebt in der Zeit, aber man muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil da schrieben auch Leute, naja, das ist völlig klar mittlerweile, dass es nicht angenagelt werden konnte, denn das hätte man nicht gemacht, weil hätte die Tür kaputt gemacht. Ja, das hätte natürlich auch wirklich so einen gewaltsamen Akt, ne, bedeutet. Ja, genau. Also so klingt es zumindest für den. Genau, wobei man natürlich sagen muss, es ist ja nicht direkt auf die Kirchentür genagelt worden, sondern man hat sowas gerne neben die Tür angebracht. Ja. Also es gibt, ich habe ein schönes Bild von Bruegel beispielsweise gefunden. Da sieht man das, da werden dann auch Anschläge, das sieht sowas aus wie so eine Ablassverkündung, die sind angeklebt, ganz offensichtlich. Und dieses Nageln, da gibt es auch eine schöne Abhandlung noch dazu von einem Herrn Ott, der sich das mal angeguckt hat und sagt, naja, das könnte ja auch so quasi eine Antwort darauf sein, auf das Öffnen der Heiligen Pforte in Rom. Das wird ganz zum Jubeljahr immer mit dem Hammer gemacht. Und wenn man so ein bisschen die Geschichte des Ablasses kennt, dann weiß man, dass die mit dem Jubeljahr 1300 angefangen hat. Also es könnte schon einen gewissen Bezug geben. Und später den Hammer so betont hat, das schließt aber immer noch nicht aus, finden wir, dass das Hammer und Nagel gegeben haben könnte. Denn das Anbringen an einem schwarzen Brett mit Hammer und Nagel wäre jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Also das gibt es durchaus in der Zeit. Wir haben uns mal angeguckt, gibt es denn auch andere Papiere, die man angenagelt hat? Die sind natürlich nicht unbedingt immer erhalten, aber es gibt doch ein paar Exemplare, wo man Nagelspuren feststellen kann. Leider nicht an unseren 95 Thesenplakaten, die sind auch deswegen auch erhalten, weil sie eben nicht angenagelt worden sind und nicht Wind und Witterung ausgesetzt waren. Muss ja auch bedenken, es war November, es war einer der kältesten Jahre der Zeit. In dem Jahr ist dann kurz später der Bodensee komplett zugefroren. Also das wird sicher kein tolles Wetter gewesen sein an dem Tag. Aber die generell spricht nichts dagegen, dass man ihn hätte annageln können, aber es spielt auch fürs Anbringen als solches natürlich keine so große Rolle. Ja.
Du hast schon vorhin einmal so ein wenig den Punkt gestriffen, warum es denn überhaupt wichtig gewesen ist oder gewesen sein kann, dass diesen Thesenanschlag überhaupt gegeben hat. Und habe ich dich da richtig verstanden, dass im Wesentlichen das insofern relevant ist, weil man einen Gründungsmythos haben wollte? Kann man das so vereinfacht sagen? Deswegen ist es relevant, dass dieses Ereignis gegeben hat? Also für die späteren, also die quasi die Protestanten, so zweite, dritte Generation, für die war natürlich dieser Thesenanschlag wichtig, um quasi einen Gründungsmythos zu haben, ganz klar. Man könnte sich natürlich fragen, warum ist es denn überhaupt für das 16. Jahrhundert wichtig? Warum ist es denn für Luther, also aus der historischen Betrachtung wichtig? Warum machen wir überhaupt dieses Buch? Weil wir natürlich auch ein bisschen damit ablesen können, worum es Luther wirklich selbst ging. Wollte der quasi nur eine kleine Reform haben? Wollte das quasi so erstmal durch einen netten Brief an seinen Vorgesetzten, pass mal auf, da geht was schief? Oder wollte er tatsächlich eine öffentliche Diskussion drüber haben? Und es spricht doch mehr für Letzteres, denn wenn man sich die Thesen selber anguckt, die haben ja eben diese gewisse Sprengkraft, da geht es ihm nicht nur darum zu sagen, pass auf, da ist was wir mal ein bisschen verbessern könnten, sondern es geht ihm tatsächlich um grundlegende Probleme in der Kirche. Und das hat er sicher, deswegen gehen wir vom Thesenanschlag aus, nachdem er gemerkt hat, er kommt mit seinen Oberen damit nicht zurande, die da beißt auf Granit, brauche ich eine größere Diskussion, brauche einen größeren Druck sozusagen auf die. Wenn ich das quasi theologisch untermauern kann, wenn ich einige Theologen finde, die mir dabei stehen, deswegen hat Luther auch später mal versucht, ein Konzil noch zustande zu bringen. Davon ist er danach wieder abgekommen. Aber er wollte tatsächlich eine große Reform der Kirche haben und die hat er nur durch die Öffentlichkeit gesehen. Mhm. Also nicht durch die Öffentlichkeit, die man später daraus gemacht hat. Also es gibt ja immer diese schönen Bilder, wo Luther dann an die Kirche läuft oder auch in den Luther-Filmen da mit Ralph Fiennes. Joseph Fiennes, ich verwechsel lieber nicht. Genau, stimmt. Ist ja der Bruder, glaube ich. Der dann mit dem vehement, mit strengem Blick dann ein paar Rollen unterm Arm und Nagel und Hammer in der Hand dahin läuft und die Leute gucken alle und fangen dann wild an zu diskutieren. Nee, sowas weiß ich ja nicht, weil es ja, wie gesagt, die wenigsten sofort lesen konnten. Aber es gab natürlich sofort unter den Humanisten und den Theologen, die sich damit natürlich nur beschäftigt haben, gab es sehr, sehr schnell auch eine Diskussion, die sich dann verselbstständigt hat. Da sagte Luther später, naja, hätte ich gewusst, wie sich das verselbstständigt, hätte ich das wahrscheinlich anders angegangen. Aber so ein bisschen hätte das ahnen können. Also das war natürlich schon ein Klopper, die er da reingebracht hat. Mhm. Verbindet es übrigens auch mit der sozialen Frage, ist auch interessant, was für den Protestanten ja später immer noch wichtig blieb. Nämlich, er sagt unter anderem, offenbar werden da die Armen weiter noch geschröpft. Wäre es denn nicht besser, wenn der Papst, wenn er das Geld hat, lieber das Geld den Armen gibt, als dass er das quasi für den Bau von toten Gestein verwendet, von Kirchen. Und wenn der Papst schon diese Macht hat, die Pforten der Hölle zu öffnen, das Fegefeuer zu öffnen, warum macht das denn nicht ohne Geld? Nicht? Also eigentlich so eine ganz spannende frühe Kapitalismuskritik, wenn man so will, die also dann schon vieles vorgreift, was dann später wichtig wird. Übrigens auch eine Entwicklung, die sich daraus ergibt später, denn diese Gedanke wird weiter verfolgt. Luther richtet auch sowas wie eine erste Sozialkasse ein. Also für ihn ist klar, wir müssen was gegen Armut tun, hat dann auch für die Anschaffung von gemeinen Kästen gesorgt. Also da sollte man das Geld, das bislang über die Kirchen gesteckt wurde, also für irgendwelche Messen oder Kerzenspenden oder was auch immer, das sollten die Leute lieber in eine große Kiste packen und damit dann die unterstützen, die Geld bedürfen. Also das waren zum einen die Armen. Und zum anderen natürlich gab es so Sachen wie Kleinkredite auch schon, also für Stipendien, für Leute, die sich das Studium noch nicht leisten konnten oder eben auch für Handwerker, interessanterweise. Also sowas gab es derzeit auch schon. Ja. Das klingt ja jetzt auch wirklich tatsächlich, ja, wirklich wie ein sozialer Wohltäter, auch jemand, der wirklich auch das Wohl der Menschen im Auge hatte. Uns wird natürlich jedes Mal, wenn wir Martin Luther in irgendeiner Form erwähnen, vorgeworfen, wir würden die negativen Seiten zu kurz kommen lassen, die es an seiner Persönlichkeit natürlich auch gab. Also, dass man da durchaus auch mal kritische Stimmen laut werden lassen sollte.
Aber das wird auch gemacht, ne? Also Luther wird nicht nur so als die Heilsgestalt schlechthin dargestellt. Nein, also wenn man aus historischer Perspektive ihn betrachtet, darf man ihn sowieso nicht auf den Podest stellen. Das macht man, glaube ich, auch generell nicht. Mhm. Die Idee, dass Luther... Ja, das Problem ist, dass man Luther gerne so ein bisschen als modernen Menschen ansieht. Nicht? Er ist quasi derjenige, der moderne Gedanken hat. Also muss er sich in allen Bereichen auch vom 16. Jahrhundert gelöst haben. Mm. Das stimmt natürlich so nicht. Ja. Er war Mensch seiner Zeit und in dieser Zeit ist es leider Gottes ist ein guter Ausdruck, leider auch eben der Fall, dass die Juden als die angesehen wurden, die Christus umgebracht hätten. Es gibt eine große Judenfeindschaft in dieser Zeit. Es gibt eigentlich fast niemand von den Intellektuellen, der sich nicht gegen die Juden geäußert hat, aus Luthers Zeitgenossen. Ganz wenige Ausnahmen, Johannes Reuchlin beispielsweise, der grob gefasst sagt, na, ist keine gute Idee, die Bücher der Juden zu verbrennen, da könnte noch was Spannendes drinstehen. Mhm. Und wenige andere, unter anderem Melanchthon, der zum Beispiel auch die Juden verteidigt gegen einen angeblichen Ritualmord, den man ihnen vorgeworfen hat in Brandenburg. Mhm. Also solche Dinge gibt es. Und es gibt auch so ein paar Tendenzen bei Luther, die versuchen, ein bisschen ausgleichend zu sein. Mhm. Also wenn man sagt, Luther war Antisemit, würde man ja ihm vorwerfen, dass er etwas, also dass er quasi so eine Art Rassegedanken schon hat, dass Juden quasi eine besondere Menschengruppe darstellen. Das kann man natürlich in der Zeit noch nicht voraussetzen. Sowas wie Rasse, in dieser Zeit gibt es noch keine Gedanken. Das ist eher Vorstellung, die dann im 19. Jahrhundert wirklich zusammenfasst. Was Luther eher treibt, ist der Gedanke des Glaubens und er hat ja interessanterweise sehr judenfreundliche Schriften zunächst einmal verfasst gehabt. Also wenn Luther früher gestorben wäre, also sagen wir mal vor 1539, würde man ihn heute wahrscheinlich als einen großen Judenfreund ansehen. Denn er schreibt in den ersten Schriften, beispielsweise, dass Christus ein geborener Jude sei, da schreibt er rein, naja, er kann ja irgendwie nachvollziehen, dass die Juden bislang keinen großen Grund darin gesehen haben, zur katholischen Kirche zu kommen. Wenn man sich mal anguckt, wie die 1500 Jahre mit ihnen umgegangen sind. Mhm. Aber sagt, naja, aber jetzt müsst ihr eigentlich schon kommen, ihr lieben Juden, denn jetzt zeige ich euch doch mal, wie es richtig ist. Die Bibel ist ja mal falsch interpretiert worden und jetzt zeige ich euch mal wirklich, wie es um die Heilsgeschichte aussieht und dass natürlich das Alte Testament nichts anderes ist als der Vorläufer fürs Neue Testament und ist klar, dass ihr das ja doch auch erkennen müsst. Und als da keine Resonanz kommt, komischerweise jetzt nicht Tausende von Juden zum Protestantismus übertreten, ist für Luther im damaligen Denken eigentlich nur die Möglichkeit da, naja gut, wenn die das nicht wollen, dann scheinen die ja verderbt zu sein, dann sind die vom Teufel beeinflusst und dann muss man sie auf jeden Preis, um jeden Preis stoppen. Mhm. Und dann kommen dann diese wirklich auch ekligen Schriften, in denen er ja Sachen vorgreift, die später die Nationalsozialisten ja gerne dann als Vorbild genommen haben, wo man natürlich sagen muss, es gibt keinen so direkten Weg von Luther zu den Nationalsozialisten, sondern die haben sich natürlich das Passende gesucht. Die hätten sich auch was anderes nehmen können aus der Zeit. Luther war nur damals eben durch das 1900 als ein so Nationalheros aufgebaut worden, sodass sich das wunderbar als Matrize auch geeignet hat. Aber letztendlich natürlich darf man Luther hier auch sowohl nicht zu positiv als auch zu negativ zeichnen, denn was Luther zum Beispiel nicht gewollt hat, da führt nämlich auch keinen Weg zu Nationalsozialisten, er wollte Juden nicht umbringen. Also das war definitiv nicht seine Intention, sondern er wollte sie, und das war so ein bisschen auch so die Idee, die im 16. Jahrhundert so auch bei Strafverfolgung der Fall war, wollte abschrecken und gleichzeitig zwingen, also zum Guten oder was man das für das Gute hielt. Nicht? Mhm. Also die beispielsweise Rechtsprechung der damaligen Zeit, die sieht ja beispielsweise Folter vor, weil man eben hoffte, durch das Zwingen von Missetätern seine Strafe zu Verbrechen zu äußern, dass man damit sozusagen auch den Menschen rettet, also quasi Seelenheil retten kann, nicht? Ja. Weil die dann nur quasi von Gott begnadigt werden können, wenn sie eben auch das zugeben, was sie getan haben. Ja. Und so ein bisschen ist das bei Luther auch so der Fall. Er meint, naja, ich muss die Leute zwingen, dann werden sie schon auf die Idee kommen, dass das Christentum doch die bessere Alternative ist. Das ist natürlich aus heutiger Perspektive völlig absurd und natürlich verdammenswert, aber es ist halt das Denken des 16. Jahrhunderts. Genau, und es ist
das haben wir ja schon öfter bei Huxilla festgestellt, Missverständnisse, gerade in Bezug auf geschichtliche Ereignisse und Personen, treten meist dann auf, wenn wir mit unserer heutigen, modernen, vorgefassten Einstellung und Auffassung an Quellen, weiß ich nicht, aus dem Mittelalter, aus der frühen Neuzeit herangehen und dann versuchen, diese Interpretation überzustülpen. So ist es genau. Also die und was mir aber noch ganz wichtig ist, ich glaube, man muss einfach auch von dem historischen Ereignis der Reformation dann in der Lage sein, zu abstrahieren von der Person Martin Luther. Und was ich mitbekommen habe in der Diskussion darüber, ob der Reformationstag jetzt ein Feiertag werden soll oder nicht, da wurde ja so getan, als ob man jetzt den Martin-Luther-Tag einführen möchte. Und also für einen Antisemiten und Frauenhasser und überhaupt ganz schrecklichen Menschen einen Feiertag einführen, geht gar nicht. Das ist aber auch gar nicht die Intention, sondern die Reformation war ja, und der Reformationstag sozusagen als Jubiläumstag, wirklich eine zentrale neue Entwicklung letztendlich für ganz Europa und insbesondere auch für den deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, viele der sehr, sehr, sehr kritischen Menschen, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hätte, bis wir dann so kritisch sein können, wenn es die Reformation nicht gegeben hat. Vielleicht ein bisschen länger. Ist jetzt natürlich müßig, darüber nachzudenken, aber sicherlich hat die Reformation ja all diese Möglichkeiten auch ein ganzes Stück weit in Gang gesetzt, um sich von der katholischen Kirche zu emanzipieren. Und da muss man immer sauber aufpassen, worüber man sich gerade aufregt. Und natürlich kann man die Person, Luther, du hast gerade schon angefangen zu tun, Mirko, kritisch einordnen, aber der Prozess der Reformation insgesamt muss man, glaube ich, noch unter einem anderen Gesichtspunkt dann einfach sehen. Ne? Eben, man muss durch dieses ganze Gedankengebäude des Mittelalters noch dahinter sehen, der bei Luther immer noch mitschwingt, deswegen glaubt er ja auch an Hexen, deswegen unterstützt er auch die Hexenverfolgung, auch wenn er selber nicht beteiligt ist daran, aber für ihn ist das jetzt klar, Hexen existieren, es gibt quasi, es gibt den Teufel als Präsenz, als Realpräsenz, begegnet ihm ja mehrfach, glaubt er jedenfalls, und deswegen dieses Weltbild, das ja aus Dunkelheit und Licht quasi besteht, für ihn nichts dazwischen, das muss man immer noch damit mitspielen lassen. Für ihn ist klar, es gibt nur die eine Wahrheit und es gibt quasi dann das Gegenteil davon. Und er ist ja auf der Seite der Wahrheit, also muss der Rest quasi falsch liegen. Und so kommen dann diese Geschichten zustande, dass er beispielsweise auch den Islam verteufelt, dass er eben Andersgläubige verteufelt, Wiedertäufer, die nicht auf seiner Wellenlinie sind, übrigens auch von Katholiken verfolgt werden, dass er eben auch so hart mit den Juden umgeht. Wobei man so ein bisschen das Gefühl hat, das Judenthema sehr stark nicht übertrieben wird, aber da ist es ein wichtiges Thema. Aber es spielt für Luther nicht die große Rolle, wie man das quasi jetzt sehen würde, wenn man sich jetzt mit den Judenschriften anschaut. Das ist ein Thema unter vielen für ihn. Mhm. Kein unwichtiges Thema, gar keine Frage. Aber für ihn ist natürlich viel wichtiger die Auseinandersetzung mit Rom. Also die Papisten, mit denen er ja, wie sie nennt, also die Anhänger des Papstes. Da schreibt er viel mehr dagegen. Auch den Papst sieht er als den Antichristen. Also auch in diesem dualistischen Weltbild ist es klar, das muss die Gegenseite sein, das sind die vom Teufel Geführten, während er selber dann natürlich auf der Seite des Lichtes ist. Muss man nicht gut finden, gar keine Frage. Und das darf man sich auch nicht als Grund für irgendwelche gegenwärtigen Begründungen sehen. Aber man muss natürlich ein bisschen den Zeithorizont dahinter sehen. Man kann ihm nicht vorwerfen, Kind seiner Zeit zu sein. Professor in unserem Beirat hat mal so schön gesagt, naja, man kann Luther auch vorwerfen, dass er nicht Auto fahren konnte. Also das wäre so ein bisschen ähnlich. Also dann kann man ja nicht unbedingt das 21. Jahrhundert ohne Probleme auf das 16. stülpen. Und wenn man sich mal die Zeitgenossen anguckt, ist egal, von welcher Glaubensrichtung die angehört haben, die sind ähnlich drauf. Man guckt sich beispielsweise Giordano Bruno an, der ja auch einer Stiftung den Namen gegeben hat. Der schreibt noch Schlimmeres als Luther. Also er verklausuliert das ein bisschen mehr und steckt das in so einen Dialog. Aber der propagiert tatsächlich auch, die Juden umzubringen, also auszurotten. Und das ist für Luther wäre das indiskutabel. Also Luther sagt, naja, die Geister lassen aufeinanderprallen, aber die Faust haltet still. Also für ihn wäre es klar, die muss man irgendwie dazu bringen, aber
sei es mit sehr vehementen Methoden, mit Methoden des 16. Jahrhunderts, aber man darf sie nicht töten. Weil das natürlich auch dem biblischen Tötungsverbot widerspricht. Mhm. Also mit muss man schon ein bisschen differenzieren, ob man Luther jetzt auf den Sockel stellen muss oder nicht. Das kann man, wenn jeder für sich entscheiden. Tatsächlich muss man keinen Martin-Luther-Tag ausrufen, aber einen Reformationstag und die Reformation als solche würdigen, die ja auch tatsächlich zu vielen Veränderungen geführt hat. Ja. Man konnte sich ja überlegen, wie hätte wohl die Welt ausgesehen, wenn es keine Reformation gegeben hätte. Die hätte wahrscheinlich komplett anders ausgesehen. Ja. Die Reformation hat quasi auch dazu angestoßen, sich mit Sachen einfach mal komplett neu zu beschäftigen, also ohne den Druck der katholischen Kirche dahinter und ohne den Druck der evangelischen Kirche, muss man natürlich auch da später dazu sagen. Die hat dazu geführt, dass unter anderem der Buchdruck nochmal ganz vehement an Bedeutung gewonnen hat. Also ohne den Buchdruck hätte es zwar keine Reformation gegeben, aber ohne die Reformation wahrscheinlich auch hätte der Buchdruck nicht diese große Rolle gespielt, wie er dann gespielt hat. Mhm. Wenn man sich die Schriften des 16. Jahrhunderts anguckt, da ist zwei Drittel oder noch mehr sind eigentlich nur reformatorische Schriften. Also es ist enorm, was da quasi in der Zeit hin und her geht. Und da mit dem vermehrten Buchdruck und auch von den Reformatoren geforderte Alphabetisierung der Bevölkerung, weiter Teil der Bevölkerung, geht natürlich auch ein gewisser Entwicklungssprung daher einher. Mhm. Nicht? Also wenn man Leute gut ausbildet, kommen natürlich auch neue Entwicklungen zustande, die eben so vorher nicht möglich gewesen wären in einer rein agrarischen Gesellschaft, die nicht lesen und schreiben kann. Also insofern ist es schon spannend, das nachzuvollziehen. Man muss nicht alle Entwicklungen gutheißen, ganz klar. Es hat auch zu Kriegen geführt. Das kommt sicher noch als Vorwurf. Der Krieg hätte sicherlich auch nicht ohne die Reformation stattgefunden. Gibt es zumindest die These, kann man auch andere Meinung sagen. Nein, weil es ging natürlich auch nur nicht nur um Religion, sondern auch um Territorien. Ne? Genau, es ging um Machtverhältnisse in Europa, die sich natürlich durch die Reformation verändert haben, ganz klar. Die Reformation hat natürlich dem Reich als solchen sehr stark geschadet, hat sehr zersplittert, hat sicher auch zur größeren Machtstellung einzelner Fürsten geführt, die aber ohnehin im Deutschen Reich so eine besondere Stellung hatten, denn die waren nie so stark zentralisiert worden wie beispielsweise in Frankreich. Da waren einfach die Fürstentümer viel, viel größere Bedeutung als in anderen Ländern. Aber wie gesagt, da kann man lange drüber reden, was die Reformation Gutes und Schlechtes bewirkt hat. Aber ich glaube, man darf nicht in Abrede stellen, dass sie was bewirkt hat. Und insofern ist es interessant, sich auf die Anfänge nochmal zu schauen, was steckt denn da wirklich dahinter. Und sich detailliert mit Geschichte auseinanderzusetzen, das predigen wir ja hier auch immer ständig, ist sowieso immens wichtig. Und mit eurem Buch von dir und Benjamin kann man das auch noch auf wahnsinnig unterhaltsame Art und Weise tun. Also wir können das wirklich nur jedem ans Herz legen, weil das auch wirklich toll geschrieben ist und das Ganze nochmal richtig gut veranschaulicht. Es ist sowieso, Mirko, wenn du anfängst zu erzählen, ich finde es immer faszinierend, wie du einfach diese historischen Zusammenhänge schnell machst. Ich hatte hinterher einen sehr, sehr guten Geschichtslehrer, hätte auch Geschichte im Abitur, der konnte das auch gut. Aber mehr Menschen, glaube ich, wünschen die Geschichte so in Kontext stellen können, wie du das auch immer tust, unterhaltsam dabei. Und man hat immer das Gefühl, obwohl man es nicht machen darf, plötzlich wieder reale Menschen aus unserer Zeit vor sich zu haben, weil man hat immer das Gefühl, reale Menschen auf jeden Fall, dass historische Figuren keine realen Menschen sind. Und das ist immer sehr, sehr schön, wenn man mit dir spricht, dass es plötzlich so einen realen Bezug gibt. Und damit ihr das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch nachvollziehen könnt, haben wir in der heutigen Episode zweimal das Buch von Benjamin Haslehorn und Mirko Gutja zu verlosen. Und ihr könnt das gewinnen, das Buch, indem ihr uns eine E-Mail schreibt. Also ihr müsst keine Thesen an irgendwelche Kirchentüren nageln. Das würden wir auch schlecht mitkriegen. Das ist tatsächlich ein Problem. Das machen andere schon zuhauf. Ja, genau. Bis zum 24. Februar, also 14 Tage nach Ausstrahlung dieser Sendung, eine E-Mail mit dem Betreff Luther an info@huxler.com und ich bin mal gespannt, ob ihr Luther mit TH oder nur mit T schreibt. Das dürft ihr euch dann aussuchen. Mit Luda. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das gelten lassen können. Ach hey, Mirko, jetzt bringst du Leute auf Ideen. Und unter allen
Einsendern verlosen wir dann 2 Exemplare des Buches. Mirko, vielen Dank dafür, dass wir das machen können, denn du hast uns die Bücher zur Verfügung gestellt. Sehr gerne. Und es gibt noch einige andere Themen, die wir mit dir demnächst bei Huxilla auch mal wieder besprechen wollen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das heißt, es wird nicht dein letzter Auftritt gewesen sein. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Immer wieder gerne. Und natürlich, wer jetzt sagt, der kann wirklich toll erzählen, der Mirko Gutjahr, der Buddler, wird natürlich auch sowohl den Angegraben-Podcast als auch das Geheime Kabinett verlinken. Und wir warten nägelkauend gespannt auf die neue Produktion aus seinem Hause. Da bin ich auch selber gespannt, was du mit deiner Liebsten dann uns bieten wirst zukünftig. Genau, ich auch. Ja, ich sage ja sowieso, es muss viel mehr podcastende Ehepaare geben. Insofern, das finde ich. Ja, das hat sehr, sehr große Reize, ja. Mir gut, ja, alles Gute, danke bis dir. Ganz bald und vielen Dank. Sehr gerne. Oh, vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein konnte. Mal gern. Tschüss. Ja, wie immer faszinierend, Mirko zu Gast zu haben bei uns in der Sendung. Viele, viele Informationen, ein schöner Abriss zum Thema. Und wer jetzt sagt, das interessiert mich richtig doll noch, nochmal der Hinweis, bis zum 24. Februar könnt ihr jetzt wieder am Gewinnspiel teilnehmen. E-Mail an info@huxilla.com mit dem Betreff Luther. Und unter allen Einsendungen können wir dann 2-mal das Buch Tatsache verlosen von Mirko Gutjahr und Benjamin Hasselhorn. Und ja, dann wünschen wir euch viel Erfolg beim Gewinnspiel. Und natürlich, Alexa, musst du jetzt noch aufklären, was es mit der amerikanischen Fallschirmspringerin auf sich hat. Oh ja. Die Auflösung. Ja, diese Geschichte ist tatsächlich in Amerika passiert, einer gewissen Joan Murray, die bei der Bank of America gearbeitet hat. 1999 hat sie tatsächlich einen Fallschirmsprung gewagt, der um ein Haar ins Auge gegangen wäre, und hat dann aber ihre wirklich ernsthaften Verletzungen wie durch ein Wunder und durch die Hilfe der Ameisen auch überlebt. Sie musste natürlich oftmals operiert werden, hat natürlich auch Folgeschäden davongetragen. Also es ist eine sehr, sehr tragische Geschichte, aber sie ist eben nicht tödlich ausgegangen, weil die Dame, der das passiert ist, auf einem Ameisenhügel gelandet ist. Genau, wir können es vielleicht noch mit 2 Sätzen mehr beschreiben für all diejenigen, die uns sonst eine Mail schreiben und nachfragen. Die Mediziner vermuten, dass das viele Ameisen gibt. Das waren Feuerameisen, recht aggressive Ameisen. Und das viele Gift, was sie bekommen hat, das hat so geführt, dass der Körper massiv Adrenalin ausgeschüttet hat, um dem zu begegnen. Und nach Ansicht der Mediziner hat dieser starke Adrenalinanstieg im Körper dafür gesorgt, dass das Herz einfach weitergeschlagen hat nach dem Aufprall. Also in dem Fall tatsächlich Glück im Unglück, aber natürlich ist sie nicht aufgestanden und weggegangen, sondern, du hast es gerade schon gesagt, zahllose Operationen haben sie angeschlossen und sie musste dann auch früh berentet werden nach diesem Unfall. Aber immerhin hat sie überlebt und tatsächlich die Ameisen laut Aussage einiger Mediziner wahrscheinlich mit dafür verantwortlich, dass es nicht zu einem Herzstillstand kam, sondern dass sie da noch so lange gelebt hat, bis man sie gefunden hat. Ja, also ich werde in meinem Leben garantiert nicht Fallschirm springen. Ich weiß nicht, wie es euch geht da draußen, aber ich suche mir lieber andere Hobbys. Damit sind wir am Ende der 224. Episode von Huxilla, 1. Februar-Episode sozusagen im Kasten. Diesen Monat gibt es noch eine weitere Episode, da können wir schon sagen, eine klassische Episode ohne Interviewgast. Wir wünschen euch allen viel, viel, viel Erfolg beim Gewinnspiel und viel Glück, dass das Losglück eventuell euch trifft. Das Buch wirklich nett zu lesen von Mirko und Benjamin, jetzt einfach nicht so wissenschaftlich, wie man es vielleicht vermuten könnte, sondern durchaus unterhaltsam, also aber gut wissenschaftlich fundiert. Wissenschaftlich schon, aber nicht wissenschaftlich trocken. So. Das habe ich gesucht, Alexa. Du nimmst mir die Formulierung von der Zunge, die ich nicht vernünftig hingekriegt habe. Und ansonsten bleibt uns sozusagen vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, euer Feedback, die vielen Mails. Man kann uns demnächst auch 2-mal live sehen. Die Termine stehen schon, und zwar einmal am 23. März um 19.30 Uhr in Rüsselsheim bei einer Veranstaltung gegen rechts. Da erzählen wir etwas zum Thema
ja, Fake News und Rechtspopulismus. Und am 15. April sind wir hier in Hamburg ab 19 Uhr und halten einen Vortrag zum Thema antisemitische, antijüdische Verschwörungstheorien unter dem Titel Die Weisen von Zion heißen heute Soros und Co. Und das werden wir natürlich auf unserer Homepage auch noch entsprechend verlinken mit allen Informationen, dass ihr das findet. Das heißt, Podcast gibt es, Vorträge gibt es und an alle diejenigen, die uns eventuell bei Methodisch Inkorrekt hier in Hamburg die Tage getroffen haben, uns die Hände geschüttelt haben. Schöne Grüße, hat uns sehr gefreut, dass ihr uns auch mögt, sage ich mal. Und man kann nur sagen, Methodisch Inkorrekt, die beiden Freunde von uns inzwischen, kann man sagen, wer da die Gelegenheit hat, die nochmal live zu erleben auf ihrer Deutschland-Tournee. Nicht verpassen. Sollte man auf jeden Fall auch tun. So, jetzt fasern wir hier schon wieder aus zum Ende. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns ganz bald im Februar wieder. Und natürlich, wie immer, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon-Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links. Und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.